gibt es eine gute Bida? Sind also alle Bida schlecht? Also können wir die Bida in zwei teilen, also gute und schlechte Bida? Zum Beispiel, früher gab es kein Flugzeug, heute aber schon, oder Telefon und so weiter. Sind diese Bida? Nein, diese Dinge haben nichts mit Bida zu tun. Bida ist in religiösen Dingen gültig. Also sagen wir mal, früher gab es keine Minarette, aber heute gibt es sie. Ja, ist dies eine Bida? Wenn es eine Bida ist, ist es eine gute Bida? Weil die gesamte islamische Nation akzeptiert hat, sollen wir das jetzt gute Bida nennen? Weil in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gab es keine Minarette. Nun, dies ist nichts in die Religion hinzuzufügen. Es wurde sowieso in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam der höchste Punkt aufgesucht und von da aus wurde der Gebetsruf rezitiert. Ja? Sie haben in der Zeit die Dächer von Häusern oder ähnliches betreten und von da aus zum Gebet gerufen. Also gibt es in der Sunna eine hohe Stelle zu betreten, um zum Gebet zu rufen. Ja, und die etwas schönere Variante ist eine Minarett. Also der Grundkern ist vorhanden. Deswegen können wir das nicht eine gute Bida nennen. Imam Rabbani schreibt, dass es keine gute Bida gibt. Also gute Bida, schlechte Bida gibt es nicht. Jede Bida ist schlecht. Minarette kannst du nicht als Bida zählen. Ja? Oder zum Beispiel das Tarawih-Gebet. Das Tarawih-Gebet wird zusammen gebetet. Das ist Bida. Also ist dies eine gute Bida. Sagen einige Schafis und akzeptieren somit, dass es eine gute Bida gibt. Aber es gibt das gemeinsame Tarawih-Gebet in der Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Ja, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat persönlich ein gemeinsames Tarawih-Gebet geführt. Dies ist mit Gewissheit bekannt. Ja, deswegen können wir nicht sagen, dass das gemeinsame Tarawih-Gebet eine Bida ist. Sie haben sowieso nur zwei Beweise, einmal das Tarawih-Gebet und einmal die Minarett. So schlussfolgern Sie, dass es auch eine gute Bida gibt und geben kann. Ja. Obwohl es in der Sunna vorhanden ist und keine Bida ist. Deswegen können wir nicht sagen, dass es eine gute Bida gibt. Ja, wenn wir das sagen würden, hätten wir viele Unwissende, die ihre ausgedachte Bida als gut erklären und sagen, diese Bida ist gut, schön, auch wenn es in der Zeit des Propheten nicht vorhanden war, lasst uns das trotzdem machen. Ja? So würde jeder etwas hinzufügen in die Religion. Diese Bida würde er dann als gute Bida ansehen. Dies würde die Religion entstellen bzw. diffamieren. Deswegen sagen wir wie Imam Rabbani, es gibt keine gute Bida. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, kulle bidatin dalale. Jede Bida ist ein Irrweg. Jede Bida. Ja, er sagt nicht diese Bida oder schlechte Bida. Jede Bida. Kulle bidatin dalale. Ja? Jede Neuerung in Glaubensfragen ist ein Irrgehen. Wenn wir das im islamischen Licht des Hadithes betrachten, gibt es keine gute Bida.